Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wissen Sie, Frau Kollegin Kipping, was Sie hier machen, ist wildester Linkspopulismus. So zu tun, als würde sich dieses Parlament aufteilen in jene, die es Kindern gut meinen, und jene, die es Kindern nicht gut meinen, das ist der Sache nicht angemessen, nicht einmal in Wahlkampfzeiten, wie ich meine. Und so zu tun, als wäre die momentane Gesetzeslage darauf aus, dass Kinder keine Wärmflaschen kriegen können oder keine Zahnbürsten, ist der Sache ebenfalls nicht angemessen. Und das, was Sie als überbordende Bürokratie bezeichnen, ist auch ein sorgsamer Umgang mit Steuermitteln und auch dem Gerechtigkeitsempfinden derer geschuldet, die das Geld erwirtschaften. Und da sind auch Alleinerziehende dabei, die für diese Gelder aufkommen. Wissen Sie, es gibt gut 1,6 Millionen Bundesbürger, ganz überwiegend Frauen, die alleinerziehend sind in unserem Land. Und die allermeisten von ihnen bringen ihr Leben ja auch sehr, sehr gut auf die Reihe. Sie sind berufstätig und für ihre Kinder da. Sie schaffen das, weil sie unwahrscheinlich viel Kraft, Einsatz und Zeit investieren. Sie schaffen das auch, und das hat die Kollegin Vosbeck-Kaiser schon erwähnt, weil wir die Rahmenbedingungen dafür geschaffen haben, dass man Familie und Beruf vereinbaren kann, dass man berufstätig sein kann und sich um seine eigenen Kinder kümmern kann. Es gab auch finanzielle Verbesserungen für Alleinerziehende. Es gibt aber trotzdem natürlich noch viele, und es sind immer noch viel zu viele Alleinerziehende, die trotzdem nicht klarkommen. Und über die reden wir heute, über die, die sehr wenig verdienen oder gar nichts, die Kinder haben, keinen festen Partner dazu oder eben einen, der selbst arbeitslos ist, über Alleinerziehende, die Leistungen aus dem SGB II beziehen. Sie sind natürlich auf unseren Sozialstaat angewiesen, und sie bekommen dort natürlich auch Unterstützung. Sie bekommen den Regelsatz für das Kind, sie bekommen den Mehrbedarf für Alleinerziehende, und sie bekommen darüber hinaus die Kosten auch erstattet, die dadurch entstehen, dass sich das Kind gelegentlich beim Partner aufhält. Das heißt, weil hier ganz gelegentlich der Eindruck erweckt wird, Alleinerziehende ALG-II-Bezieher und ihre Kinder müssen eben nicht mit dem normalen Regelbedarf des Kindes zurechtkommen, schon jetzt werden Extrakosten abgedeckt. Was Sie jetzt fordern, ist, dass der Regelbedarf von Alleinerziehenden quasi auf 150% erhöht wird. Und von dieser Maßnahme würde natürlich vor allem eine Personengruppe profitieren, nämlich die, ich nenne sie jetzt mal die Wochenendväter. Wir wollen diesen grundsätzlich höheren Regelbedarf ohne jeden Einzelnachweis auch deshalb nicht, weil wir damit natürlich die Lebensform der Einelternfamilie gegenüber verheirateten Paaren bevorteilen würden. Das ist ja überhaupt keine Frage. Das können Sie doch nicht in Abrede stellen. Kollegin Freudenstein, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Brandner? Nein, gestatte ich nicht. Und ich stelle auch in Abrede, dass die Probleme, die es in diesen Familienkonstellationen ganz zweifelsohne gibt, mit mehr Geld zu beheben sind. Wenn beide Elternteile auf Hartz IV angewiesen sind und getrennt leben, dann geht es nicht in erster Linie um mehr Geld, dann muss es in erster Linie darum gehen, dass es sich nicht um ein Lebensmodell handeln darf, sondern dass wir diesen Zustand ganz rasch beenden müssen und die Eltern in einen Zustand bringen, sich wieder selbst um ihre eigenen Kinder kümmern zu können. Und mit mehr Geld stellen wir leider auch nicht sicher, dass dieses Geld unbedingt bei den Kindern ankommt. Nicht umsonst setzen wir jetzt schon dort, wo es darum geht, Kinder in den Sportverein zu bringen oder in den Musikunterricht, auf Gutscheine oder auf Direktüberweisungen. Und eines ist ja nun auch nicht von der Hand zu weisen: an Tagen, an denen sich das Kind beim Vater aufhält, hat die Mutter ja tatsächlich weniger Kosten zu tragen. Das ist ja gar nicht in Abrede zu stellen. Eine Erhöhung des Regelsatzes um 50% würde eben auch völlig falsche Anreize schaffen, und zwar, weil es sich gerade für Geringqualifizierte immer weniger lohnt, berufstätig zu sein, je mehr Sozialleistungen man bezieht. Und weil sich eben Armut vererbt, müssen wir die Arbeitslosigkeit der Eltern beenden und nicht generell mehr ALG II überweisen. Wir müssen die Möglichkeit eröffnen, auch bei jungen Alleinerziehenden, dass sie in Ausbildung kommen. Wir müssen die Betroffenen individuell betreuen und sie Schritt für Schritt in den Beruf und in die finanzielle Selbstständigkeit bringen. Damit ist auch den Kindern am meisten gedient. Das ist uns in den vergangenen Jahren mit unserer Politik schon ganz gut gelungen. Und die größte Armut, auch die größte Armut von Kindern, herrschte immer in Staatsformen, in denen sich Ihre Ideologie durchgesetzt hat, Frau Kollegin. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Zu einer Kurzintervention hat die Kollegin Brandner.